du dich nicht genieren, du uns nur kräftig abkassieren, soll du nicht deine Mörder von unserem Geld, das kostet ja nicht die Welt. Ich war mal eine Zeit lang ein Bauer von meinen Alten, dann war ich mal eine Zeit lang der Lehrling von ein paar Küchenchefs, dann war ich mal eine Zeit lang Mechaniker, dann war ich mal eine Zeit lang arbeitslos, dann war ich mal eine Zeit lang, weiß ich nicht, jetzt bin ich halt wahrscheinlich eine Zeit lang Liedermacher oder was weiß ich was, und dann bin ich halt, weiß ich nicht, eine Zeit lang Rentner und dann bin ich eine Zeit lang tot. Zwei Buben aus einem guten Elternhaus zünden einen Penner an. Dann schalten sie einen Walkman sein, ganz glücklich sind sie und froh. Ein Mensch krümmt sich vor Schmerzen, ein Mund geht auf und schreit. Aber da drinnen fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Wenn heute ein Polizist drinnen sitzt, was ja ab und zu der Fall ist bei mir. Und ich freue mich immer, wenn ein paar da sind, dann sind sie weg von der Straße. Du bist kein Vorbild mehr für mich, Staat. Du hast die Aussage gefressen vom Geld. Dieser andere Sau schwer verdient und sogar am Hunger von dieser Welt. Hast du deinen Spaß und deinen Profit, womit du deinen Völkermord betreibst? Hey Mann, für das, was du da machst auf dieser Welt, hat dich von uns keiner gewählt. Dann habe ich jetzt mal, wenn ich das Lied gesungen habe, also wenn ich den Teil von dem Lied gesungen habe, 2000 Mark Strafe zahlen müssen. Und der Teil, der verboten ist, der kommt in dem Lied dreimal vor. Und dann waren das jetzt mal 6000 Mark. Jetzt habe ich vorher nur einen Titel gesagt von dem Lied, das war genau dasselbe Teil. Dann waren wir schon bei 8000 Mark und wenn zum Schluss so einer aufgeschrieben hat, wie hat das Lied geheißen? Jetzt habe ich meinen Anwalt gesagt, hey, du sag mal, gibt es da keine Möglichkeit? Sagt er, logisch. Und er hat gesagt, du liest das, was du nicht singen darfst, einfach aus der Akte vor. Und alles, was du aus der Akte vorliest, hat er gesagt, ist rein informativ. Ich werde euch jetzt informieren. Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform. Es sind bei unserer Polizei schon Bläder nebenbei geworden. Das darf ich nicht mehr singen. Das ist also praktisch auch der Titel von dem Lied, heißt Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform. Es sind bei unserer Polizei schon Bläder nebenbei geworden. Und in dem Lied dreimal kommt der Refrain. Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform. Es sind bei unserer Polizei schon Bläder nebenbei geworden. Wenn ihr dann singt, Mama zieht deine Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform. Es sind bei unserer Polizei schon Bläder nebenbei geworden. Muss er reinschreiben. Das Publikum singt unaufgefordert, ganz spontan. Mama zieht der Schürzen aus, schmeißt in die Uniform, jetzt sind wir unsere Polizei schon blenden müssen. Habt ihr es jetzt? Ja. Wir sind die neue Macht im Land, hey! Irgendwann einmal sind sie gekommen, mit den Hund und die Gewehr. Ein wenig Hasch haben sie gesucht, 2-3 Gramm oder mehr. Dann sind sie eingegangen in die Wohnung und Leute haben sie gescheit geschlungen. Aber keiner hat irgendeinen anderen verloren. Ja, dann sind sie halt wieder gegangen mit den Hund und die Gewehr. Und wenn sie nur so oft kommen, aber unser Groß gehen wir nicht her. Ist auf ein Wasser für den Durstrauch ein ganz schön für den Kopf. Ich rauch nicht, weil es verboten ist, ich rauch, weil ich mag. Ein Jointband, das ist wie das Leben, verstehst? Die Dosis macht's, verstehst? Wenn du eine Überdosis Leben gibst, verreckst. Und wenn du zu wenig gibst, dann verreckst du auch. Du musst genau das Mittelmaß erwischen. Und dann musst du es genießen, genau wie das Leben. Im Studio begrüße ich nun Hans Söllner. Guten Abend. Hallo. Herr Söllner, wenn man da so zuschaut, also die feine Klinge, die subtile Sprache, das ist Ihre Sache nicht. Wie würden Sie denn die Sprache definieren, die Sie bevorzugen? Dialekt.
Also wie ich das benennen würde, die Sprache, ja, die ich bevorzuge, das ist ein Dialekt, den ich spreche. Ich spreche einfach einen bayerischen Dialekt. Aber auch sehr direkt eigentlich. Ja, ich habe immer gemeint, das macht die Bayern aus, dass direkt sein und dass das dann auch vertragen, dass das eben auch direkt ist. Aber und haben Sie das Gefühl, dass das die Bayern vertragen? Weil Sie haben ja in Ihrer Heimat eigentlich ziemliche Schwierigkeiten in den letzten Monaten speziell gehabt. Ich habe das Gefühl, dass die Bayern das vertragen, aber die bayerische Regierung besteht wahrscheinlich nicht aus Bayern. Also ich denke mir jetzt mal, die vertragen es nicht. Und das ist immer so ein Problem, wenn du jemandem die Wahrheit sagst, dass er sich im ersten Moment natürlich dagegen wehrt. Und ich kann es nicht ändern. Es ist meine Wahrheit. Aber was macht denn die Bayern so wütend? Also wenn man sich das anhört, diese Textzeile, die sie immer wieder wiederholt haben, das ist ja zwar ein bisschen provokant, aber eigentlich ja nichts Arges. Warum dürfen sie das tatsächlich nicht mehr singen auf der Bühne? Ja, also ich meine, es ist halt so, dass mir vorgeworfen wird jetzt in erster Linie, dass ich das geistige, seelische und körperliche Wohl von Jugendlichen schädige. Und ich denke mir mal, wenn ich halt auf der Bühne über die Machenschaften oder über die Art und Weise, wie Herr Beckstein mit Ausländern umgeht in Bayern, öffentlich darüber rede und wenn ich das dann eben tadle durch meinen Dialekt, indem ich einfach sage, dass er für mich menschlich gesehen ein Drecksau ist, also er ist nicht nur als Mensch, sondern die Politik, die er macht, ist für mich einfach die Politik, die ist schlechthin einfach, die werte ich so aus als das, was er macht. Er ist menschenverachtend und menschenfeindlich, er weist Leute in irgendwelche Gebiete, wo es einfach umgebracht werden, das weiß man vorher, wenn ich Kurden ausweise in die Türkei, dann denke ich mir, muss ich ihm das sagen können. Und die Leute, glaube ich jetzt einfach, denken halt dann drüber nach. Auch. Und das Problem, das ich jetzt im Moment in Bayern gehabt habe, das war ja gerade das Problem vor der Wahl. Das war ja so, dass sie gemeint haben, dass da irgendwelche Leute dann eben diese CSU oder CDU, oder wie sie es immer nennen, dann halt auch nicht wählen. Und das ist halt einfach eine große Angst, wenn sie Wählerstimmen verlieren. Also das hat sich eigentlich nur vor der Wahl zugespitzt und jetzt ist die Lage wieder beruhigt. Jetzt können sie natürlich nicht aufhören. Nein, jetzt geht es weiter. Jetzt geht es ganz brutal weiter. Also jetzt kommen sie einfach wirklich massiv mit Hausdurchsuchungen. Was sucht man denn in ihrem Haus? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht so, also in dem Durchsuchungsbefehl ist drin gestanden, dass wegen Beleidigung da sind. Also sie haben wahrscheinlich, ich denke mir jetzt einmal, Beleidigungen gesucht, aber da haben sie einen Hund dabei gehabt. Also ich weiß auch nicht, was sie gesucht haben. Ja, ich denke mir, weil Beleidigungen sucht also ein Hund nicht. Und ist der fündig geworden? Nein, der ist nicht fündig geworden. Die Arme. Aber was Sie auch auf der Bühne immer wieder machen, ist, dass Sie eigentlich für die Legalisierung von Haschisch offen eintreten. Jetzt sind Sie Vater von 3 Kindern. Würde mich jetzt einmal interessieren, wie gehen Sie damit um? Ich habe auch 3 Kinder. Wie gehen Sie damit um, wenn die Kinder einmal zu Ihnen kommen und sagen, okay, Papa, gib mir was? Naja, also ich gehe jetzt einmal so damit um, dass meine Kinder noch nicht so weit sind, dass sie jetzt zu mir kommen und zu mir sagen, Papa, gib mir was. Aber es wird sich auf das hinausgehen, dass meine Kinder zumindest, wenn es einmal so weit ist, wissen, dass da was gibt und dass ich es ihnen nicht vorenthalten habe und dass ich es nicht angelogen habe, dass da eben nichts gibt. Sie werden also nicht mit 16 oder mit 17 oder mit 18 blöd dastehen und dann kommt irgendeiner daher, der ihnen am Schulhof irgendwas anbietet und dann sind sie unbedarft und wissen überhaupt nichts und fressen oder schluckern oder trinken irgendwas in sich hinein, sondern dann wissen sie es einfach vorher schon. Und für mich ist es jetzt halt nicht unbedingt die Legalisierung das Wichtigste, sondern einfach das, dass die Leute erfahren, dass es gibt und dass da einfach vorher schon drüber geredet werden muss, dass man halt damit umgehen lernt. Also ich meine, wer hätte sich vor 15 Jahren in Bayern vorstellen können, dass auf dem Lehrerpult ein Plastikpenis steht, da wo man dann die Kinder mit 14, 15 Jahren lernt, wie man Pariser benutzt, weil AIDS gekommen ist. AIDS war dann das Ausschlaggebende, weil sie gemeint haben, da stirbt jetzt ganz Bayern aus oder ganz Deutschland oder die ganze Welt stirbt aus und plötzlich geht das. Und an die Drogen senkst du das nicht, dass das genauso ist. Also ich meine, ich war in Berlin, ich war in große Städte und ich habe 13-, 14-jährige Mädchen gesehen, die am Strich gehen. Und wenn der Herr Beckstein heute sowas auch sehen würde, dann würde er sich ein anderes Drogenkonzept oder andere Drogenpolitik einfallen, als die, die er jetzt gerade macht. Mit Verfolgung, mit Einsperren, mit Verhaften, mit Strafe zahlen. Also Leute im Grunde genommen dazu zwingt, in die Dunkelheit sich zu begeben, zu diesen Leuten, die das Zeug verkaufen, anstatt dass er sagt, ich bin ja froh, wenn ich es unter Kontrolle habe, verkauft es in die Apotheken, da gibt es wenigstens was Gescheites und da kriegen die Leute nichts Schlechtes und da passiert dann sowas nicht, dass sie einen Bodenschuss setzt. Mit Ihrer offenen, direkten Art setzen Sie sich ja auch sehr gut durch auf der Bühne. Ist das Ihr wichtigstes Anliegen? Was ist es denn? Was ist die Botschaft, die Sie rüberbringen wollen auf der Bühne?
Meine Botschaft ist einfach, dass die Menschen voreinander Respekt haben und dass wir erkennen müssen, dass es auf dieser Welt 7 Milliarden mittlerweile gibt oder 6,5 Milliarden gibt und jeder hat einen anderen Fingerabdruck, was bedeuten muss, dass jeder irgendwo anders ist. Und wenn halt irgendwo einer gerne ein Weißbier trinkt, dann soll er ein Weißbier trinken. Aber ich möchte halt ab und zu abends, wenn ich zu Hause sitze, einen Joint rauchen, ohne Angst vor Verfolgung, ohne Angst, dass jetzt die Tür aufgeht und da kämen 6 Typen rein mit Waffen, die stellen mir an die Wand und meine Frau und dann stellen sie mir die ganze Bühne auf den Kopf. Das ist einfach Respekt, das ist meine Botschaft. Respekt davor, dass es Leute gibt, die einfach anders sind. Die anders glauben, die anders philosophieren, die anders denken, die anders reden, die anders gehen und trotzdem nicht zur Gewalttätigkeit aufrufen oder gewalttätig sein. Also meine Botschaft ist einfach ein Respekt, der ohne Gewalt stattfinden muss auf dieser Welt. Und wir müssen erkennen, dass wir einfach auf dieser Welt leben. Wir leben alle auf einer Ebene. Es gibt keinen Höheren, es gibt keinen unter uns. Wir sind alle auf dem Boden. Ich habe noch keinen getroffen, der irgendwie 20 cm mit den Knöcheln da im Dreck rumrobt. Und ich habe aber noch keinen gesehen, der 15 cm über dem Erdboden dahin schwebt. Wir sind alle auf dieser Welt. Und wir müssen einfach auskommen. Und Respekt ist die einzige Möglichkeit. Nach dieser Österreich-Tournee werden Sie ja zu Ihrer Trauminsel fahren, eine Zeit lang nach Jamaika. Sie wollten sich dort eine Band suchen. Sie haben in den letzten Jahren die Platten eher so aufgenommen, habe ich mir erzählt, lassen, in der Küche sitzen, also wirklich so vom Bauch aus, wie es gekommen ist. Jetzt dann doch wieder die Zuwendung zu einem bisschen höheren künstlerischen Anspruch. Warum das? Ja, also das ist die einzige Möglichkeit für mich, dass ich tanzen kann. Und ich tanze einfach wahnsinnig gerne. Also ich gehe nicht in den Diskurs. Aber es ist halt auch so, dass das musikalisch für mich auch sehr wichtig ist, weil es einfach eine schöne Musik ist. Ich mache einfach gerne Reggae. Und ich habe jetzt eben, wie gesagt, eine Band gefunden. Das sind übrigens lauter Österreicher. Weil ich mache eine multikulturelle Band, praktisch bayerisch-österreichisch. Also nichts mit Jamaikanern? Nein, also ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich es vorher schon gefunden habe. Und ich fahre jetzt eigentlich nur eine Zeit lang runter zum Runterkommen ein bisschen. Nur zum Vergnügen. Mhm. Zum Vergnügen, Stichwort. Wir haben vorher schon den Zuschauern den Mund wässrig gemacht und haben gesagt, es wird ein Originalbild von Hans Söllner geben. Bitte steigern Sie mit, machen wir dem Hans ein ordentliches Angebot, wenn er kommt. Also ohne, dass er noch was gezeichnet hat, war schon ein Anruf da. 5.000 Schilling sind bereits geboten, Herr Söllner. Sie haben sich dann gleich hingesetzt. Ich tue mich schon, aber ich hoffe nicht, dass der enttäuscht ist. Gell? Nein, das glaube ich nicht. Sie haben schon begonnen zu zeichnen, vielleicht die Kamera 1. Naja, aber das ist eine sehr, sehr mühevolle Arbeit, haben Sie sich da angetan. Also Sie zeichnen da weiter, steigern auch Sie weiter. Hans Söllner macht ein Bild für Sie und das kommt, wie gesagt, wie immer unserer Aidshilfe zugute. Alles klar. Herr Söllner, danke, bitte, dass Sie gekommen sind und bitte weiterzeichnen. Okay, mache ich. Ja, falls Sie auf den Geschmack gekommen sind, das wollte ich auch noch sagen, und Hans Söllner CDs wollen. Ja? Wir haben eine ganze Kollektion von seinen CDs, verlosen wir auf unserer Treffpunkt Kultur Homepage. Schauen Sie dort einmal vorbei. Eine einmalige Chance, sie zu bekommen. Das gesammelte Angebot. Nächster Beitrag.